Rostende Munitionsfässer in der Nordsee und der Ostsee. Tödliche Altlasten aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Auf dem Meeresgrund der deutschen Nord- und Ostsee liegen rund 1,6 Millionen Tonnen konventionelle und chemische Waffen. Die Granaten, Bomben und Torpedos, die weit überwiegend aus den beiden Weltkriegen stammen, geben vermehrt Giftstoffe ab, die eine ernste Gefahr für das Ökosystem darstellen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in einem auf viele Jahre angelegten Projekt herausgefunden, dass die zu Kriegsende bedenkenlos versenkte oder untergegangene Munition die Umwelt auch nach Jahrzehnten massiv schädigt. Mit Bildern von den brennenden Ölfeldern während des Irakkriegs von 2003 wurde einer breiten Öffentlichkeit bewusst, dass Krieg über das unaussprechliche Leid für viele Menschen hinaus auch für Natur, Tier- und Pflanzenwelt katastrophale Folgen hat. Der Erste und der Zweite Weltkrieg sind in dieser Hinsicht bis heute nicht zu Ende. Die Forscherinnen und Forscher vom Thünen-Institut und vom Alfred-Wegener-Institut fanden nach eigenen Angaben giftige Abbauprodukte des Sprengstoffs TNT und arsenhaltiger chemischer Kampfstoffe. Auch durch Untersuchungen an der die Fundstellen von Munition umgebenden Fauna und Flora wurde nachgewiesen, dass es sich um massiv umweltgefährdende Stoffe handelt, die nach und nach durch rostende Hüllen ins Meereswasser gelangen. Zitat: Das Problem wird umso größer, je mehr die Metallhüllen der Kampfmittel wegrosten, sagte der Toxikologe Edmund Maser in Bremerhaven auf der Abschlusskonferenz zum Forschungsprojekt DIMON. Das Akronym steht für Decision Aids for Marine Munitions. Mit aufwendigen Verfahren haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Proben aus der Ostsee entnommen und die austretenden Chemikalien analysiert. Die Substanzen schädigen demnach das Erbgut der Tiere. Die Untersuchungen zeigten auch auf, dass eine Blattfischart im Versenkungsgebiet Kohlberger Heide mehr Lebertumore aufweist als anderswo. Muscheln, die dort in kleinen Netzkäfigen dem Einfluss der Munition ausgesetzt waren, reicherten TNT-Abbauprodukte an. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in der Ostsee schätzungsweise 300.000 Tonnen sogenannte Kampfmittel versenkt. Allein am Grund der Kieler Außenförde liegen rund 35.000 Tonnen Seeminen und Torpedos in höchstens 12 Metern Wassertiefe.